Hallo und herzlich willkommen zu einem KSP, Kerbal Space Program Mod Spotlight. In der heutigen Folge, beziehungsweise in dem heutigen Spotlight, möchte ich euch zuerst einmal keinen direkten Mod vorstellen, sondern möchte euch zuerst einmal zeigen, wie ihr überhaupt an Mods für KSP kommt. Klar, ich meine, Google ist da sicherlich auch eine Hilfe für den einen oder anderen, aber wenn ihr die offiziellen Wege beschreiten wollt, dann findet ihr gleich im KSP Launcher, den ich hier gerade geöffnet habe, schon einen ersten Link, über den ihr zu den ersten Mods kommen könnt, nämlich hier oben rechts oben Mods at Curse. Mods, die von Curse verwaltet werden. KSP hat sich nach Version, ich müsste lügen, 25 war es, glaube ich, gewesen, mit Curse zusammengeschlossen und hat die Mods offiziell über Curse laufen lassen. Ihr könnt also entweder über den Launcher gehen und dann hier oben draufklicken oder wenn ihr KSP schon gestartet habt, dann findet ihr hier den Menüpunkt Add-ons und Mods. Also ihr könnt entweder beim Launcher auf den Curse-Button klicken oder hier auf Mods und Add-ons klicken. Dann öffnet sich nämlich euer Browser mit einer neuen Seite. Ich sehe jetzt hier Kerbal Space Program Mod Database auf Curse. Hier könnt ihr jetzt nach den Mods suchen, wenn ihr wisst, nach was ihr denn genau suchen wollt oder eben euch ein bisschen umsehen. Wir haben hier die Mods sehr schön sortiert. Da wird sicherlich jeder fündig. Ich persönlich bin kein großer Fan von Curse, weshalb wir Curse jetzt schnell mal zumachen. Und wir in KSP jetzt den zweiten Reiter nehmen, nämlich hier die KSP Community. Über diesen Link, beziehungsweise über diesen Button, öffnet sich euer Browser wieder mit einer neuen Seite, mit dem offiziellen KSP Forum. Das sehen wir hier gerade. Und da gibt es jede Menge interessante Themen, die man sich gerne durchlesen kann. Hier kann man sich stundenlang drin vergnügen in diesem Forum. Was uns aber gerade interessiert, ist der Add-on-Bereich mit dem Unterpunkt Add-on-Releases. Wenn wir da kurz draufklicken, landen wir im Forum Add-on-Releases und dort klicken wir auf den Thread Community Mods and Plugins Library. Denn darin haben wir alle hier im Forum gehandelten oder zur Verfügung stehenden Mods aufgelistet. Ihr seht es, wenn ich hier mal gerade kurz bis ans Ende scrolle, da sind jede Menge Mods dabei. Wenn ihr die alle ausprobieren wollt, seid ihr sehr lange beschäftigt. Das einzige Problem ist, ihr seht es schon an den vielen roten Zahlen, mehrere der Mods werden mittlerweile, beziehungsweise werden für die neue Version, für Version 1.0.2 noch nicht unterstützt. Sehen hier vorne die Zahlen der Klammer, das ist unsere aktuelle unterstützte Version 1.0 und die Crew-Files zum Beispiel werden nur für 0.24 bis 0.9 unterstützt. Noch, wohlgemerkt, es kann sich alles noch ändern. Wir haben hier also eine schöne Übersicht, auch geordnet nach Kategorien. Wenn ihr zum Beispiel wisst, ihr sucht eigentlich nur noch Flaggen und dann wisst ihr genau, okay, Flags, okay, hier haben wir dann die vier Mods hier. Oder ihr wollt irgendwas haben, um eure Karriere zu verändern. Oder ihr wollt Raketenteile haben. Die finde ich auch bestimmt noch irgendwo hier. Also Live-Support. Ihr seht also, hier ist jede Menge aufgelistet. Rocket Parts hätten wir hier. Einen ganzen Haufen, wie ihr seht. Wie ihr die Mods aus dem Forum bzw. aus Curse installieren könnt, das habe ich in einem anderen Video schon erklärt. Müsstet ihr auch in der Playlist finden. Wenn nicht, ich verlinke es unten nochmal in der Videobeschreibung. Kommen wir also zum Punkt Nummer 3, eine inoffizielle Mod-Datenbank. Ja, Curse ist ja wie gesagt die offizielle. Und zwar wäre das die Seite kerbalstuff.com. Das ist eine von Fans ins Leben gerufene Seite, die quasi als Konkurrenz zu Curse dienen soll. Ihr seht, ihr könnt euch hier anmelden. Dann habt ihr hier oben die Möglichkeit, euch euer Profil anzuschauen. Und in eurem Profil werden dann alle abonnierten Mods aufgelistet. Wenn ihr einen Mod abonniert habt, ihr seht es hier, Following, 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 dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn dieser Mod in Kerbal Stuff aktualisiert wurde. So seid ihr quasi immer auf dem Laufenden und müsst nicht täglich bei Curse oder im KSP-Forum nachschauen, ob denn eure Mod aktualisiert wurde, ob eure Mod endlich für Version, zum Beispiel für Version 1.0.2 zur Verfügung steht. Ihr seht auch hier, warte ich zum Beispiel noch darauf, dass Kerbal Hot Seat endlich mal aktualisiert wird. Ihr könnt hier ebenfalls nach Mods suchen, zum Beispiel nach Remote Tech. Ups. Und ihr bekommt eine Auflistung aller
aller eurem Suchergebnis entsprechenden Mods, zum Beispiel Near Future Propulsion, einen Klick darauf und ihr landet auf der Seite des Mods und habt hier dann wiederum eine kleine Übersicht über die Mod, von wem wurde die Mod erstellt, wie oft wurde die Mod heruntergeladen, für welche Version oder hat diese Mod eventuell auch eine offizielle Website. Ihr könnt hier auf Follow klicken, wenn ihr euch auf Kerbal Stuff angemeldet habt, dann werdet ihr, wie schon erwähnt, wieder per E-Mail über eine Aktualisierung der Mod informiert. Oder ihr könnt einfach hier auf Download klicken und den normalen Installationsweg gehen. Das eigentlich Schöne an Kerbal Stuff, weshalb ich die Seite so gerne nutze, ist, dass sie mit CCAN verlinkt ist, dem wiederum inoffiziellen KSP Mod Manager. Den zeige ich euch jetzt als nächstes. Also hier mal raus. Den Download-Link zur Exe findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und nachdem ihr die kleine Datei heruntergeladen und mit einem Doppelklick gestartet habt, sollte, wohlgemerkt sollte, CCAN so intelligent sein und eure KSP-Installation finden. Ist dem nicht so, könnt ihr in dem Fenster, das ihr gerade seht, einfach auf Add New klicken, browset dann zu eurer KSP-Installation und nachdem ihr dann den Pfad ausgewählt habt, klickt ihr einfach rechts unten auf Select und schon werden alle zukünftig installierten Mods unter diesem Verzeichnis installiert. CCAN läuft ganz einfach ab. Zuerst ein kurzer Klick auf Refresh, damit sich CCAN aus dem Internet die neuesten Mod-Daten holt. Kann je nach Anzahl der Mods und Internetverbindung ein bisschen dauern. Et voilà! Hier seht ihr alle für eure aktuell installierte KSP-Version kompatiblen Mods aufgelistet. Ebenfalls wieder eine sehr, sehr lange Liste. Wir haben hier einmal den Namen, wir haben den Autor und hier hinten sind auch noch ein paar andere Sachen versteckt, wie Mod-Version, Mod-Beschreibung und den Link zum Forenbeitrag des Mods im offiziellen Kerbal Space Program Forum. Wenn ihr irgendeiner der Mods installieren wollt, ganz einfach, wir suchen uns jetzt zum Beispiel wieder Remote Tech heraus. Oh. Einander geschrieben. Wenn ihr die Mod anklickt, bekommt ihr hier seitlich nochmal die eben erwähnten Informationen, eine kurze Beschreibung, Versionsnummer, den Autor des Mods und den Link zur Forenseite im Kerbal Space Program Forum. Wenn ihr den Mod installieren wollt, einfach hier vorne einen Haken setzen. Dann wird hier oben die Schaltfläche Go to Change aktiv. Ein Klick darauf, bekommt nochmal kurz aufgelistet, welche Mods installiert werden müssen. Wir sehen jetzt Remote Tech benötigt auch den Module Manager, der wird dann gleich mit installiert. Einen kurzen Klick auf Apply. Und schon erledigt CCAN alles weitere für euch. Ihr müsst quasi gar nichts mehr tun. CCAN lädt automatisch für euch die benötigten Dateien herunter, entpackt sie in das entsprechende Verzeichnis, wo sie hin müssen. Und ihr könnt danach direkt mit KSP loslegen und müsst nichts mehr tun. Schöne Sache das, oder? Das ist aktuell mein bevorzugter Weg, wie ich an Mods komme. Ich warte einfach darauf, dass CCAN mir sagt, die Mods sind für die aktuelle Version kompatibel. Und dann einfach mein Häkchen setzen, Go to Change, Feuer frei und wir können KSP spielen. Wenn ein installierter Mod ein neues Update bekommt, wird nach einem Klick auf Refresh der Reiter Mark All Updates aktiv. Einmal da draufklicken, wieder auf Go to Change, rechts unten auf Apply und alle zu updatenden Mods werden automatisch geupdatet. Was eventuell auch noch ganz interessant ist zu wissen, solltet ihr einen eurer Mods nicht in der Liste finden, kann es sein, dass die Mod nicht für eure aktuelle KSP-Version kompatibel ist. Das liegt daran, weil CCAN, wie gesagt, euch nur die Mods anzeigt, die für eure KSP-Version kompatibel sind. Wir sehen jetzt hier All Mods, zeigt er mir an, nur 461 von eigentlich 711 gelisteten. Das liegt ganz einfach daran, dass 250 Mods nicht kompatibel mit meiner Version sind. Könnt ihr hier gerne mal draufklicken, dann bekommt ihr zum Beispiel hier alle Mods angezeigt. Blöpp. Und seht jetzt hier vorne, die nicht kompatiblen Mods kann ich nicht anklicken und dementsprechend auch nicht installieren, weil sie einfach nicht für eure aktuelle KSP-Version kompatibel sind und zu Problemen führen könnten. Deinstallieren könnt ihr die Mods ebenso einfach mit CCAN. Lasse ich mir mal kurz meine installierten Mods anzeigen, das war ja nur Remote Tech. Und der Module Manager, einfach die beiden Häkchen wegmachen,
Go to Change. Sagt er mir hier wieder Remove Module Manager und Remote Tag. Apply. Und dann werden meine Mods wieder aus meiner KSP-Installation entfernt und ich kann wieder Vanilla KSP spielen. Das war es soweit von mir zu den Mods. Wo bekommt ihr die Mods her? Wie installiert ihr die Mods am einfachsten? Alle Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung unten sollten sie verlinkt sein. Wenn Fragen auftauchen, dürft ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen oder mich sonst wie kontaktieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder einmal recht herzlich bei euch, dass ihr bis zum Ende zugesehen habt. Bis zum nächsten Mod Spotlight. Ciao, ciao, euer Ben.